Ja, hallo Björn, schöne Grüße aus Moskau nach Berlin. Hallo. Ich wünsche dir nochmal alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag. Leider konnte ich nicht dabei sein, denn ich bin auf der Reise. Nichtsdestotrotz alles Gute nochmal. Dankeschön, Herr Lehmann. Bitteschön, bitte. Und ich habe. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, der Weg zur Freiheit. Denn ich finde, das ist total wichtig, finanzielle Unterstützung und zwar an den Machern. Und ich weiß hundertprozentig aus der Erfahrung von den letzten 3 Jahren, dass du ein Macher bist, Du auch. dass du ununterbrochen dich engagierst, für die Menschheit einsetzt. Und das geht nur, wenn auch finanziell du unterstützt wirst. Und natürlich ich auch und ein paar andere Menschen auch, die wirklich unterbrochen, wirklich 24/7 für die Menschheit sich einsetzen. Es ist traurig, dass wir auch noch Geld dafür zahlen müssen, für die Fahrten, auch Demonstrationen, für die Technik, für was weiß ich. Also es ist wirklich sehr, sehr viel, was da eigentlich einfällt an Kosten. Und es ist einiges an Geld bei dieser Crowdfunding-Kampagne reingekommen. Und ich würde dir ein kleines Teil, aber feines Teil dir schenken. Oh. Es wär dann nicht von mir persönlich, das wäre dann von uns. Also, worauf ich hinaus will, man spricht immer, wir sollen die neue Gesellschaft sein und ich möchte auch das auch leben und zwar jetzt. Deswegen würde ich dir zu deiner freien Verfügung 50 Euro per PayPal überweisen und das kannst du verwenden da, wo du für richtig hältst. Und ich weiß ganz genau, du tankst Auto, damit du auf Demo kommst und nächstes Mal dabei bist. Ich danke dir für wirklich dein ganz, ganz großes Engagement. Ein einziger Kritikpunkt würde ich schon ansetzen, und Jetzt zwar kommt. bitte, bitte achte auf dich. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man auch sich Auszeit nimmt und tatsächlich ein bisschen runterkommt, dass man auch wirklich sich auf Familie konzentriert. Ich weiß, wir haben ein Verbrechen gegen die Menschheit. Mehrere kann ich nicht sagen, weil das Video kommt auf YouTube. Jeder weiß Bescheid. Und genau dieses Verbrechen wird auch in Russland vorangetrieben. Also es ist nicht so, dass Russland davon ausgeschlossen ist. Und wir sind unterbrochen auf der Straße und setzen uns für die Menschheit ein. Vielen Dank nochmal, Björn, an dich. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich weiß nicht, vielleicht magst du noch was sagen. Ja, ich bin immer sprachlos, wenn du so, wenn du jetzt mit so einem Ding hier vor meine Haustür kommst. Also ich bin sprachlos, ich kann mit Komplimenten schwerer umgehen als mit Kritik. Deswegen danke, danke, danke. Da hast du 100% recht mit dem, was du sagst, und das trifft halt auf dich und auf eine Handvoll Menschen zu, ne? Das ist. Da sehe ich noch ein paar andere, die da wirklich alles in die Waagschale werfen und denen kein Weg zu weit ist und denen nichts zu blöd ist, die auf einer Luftmatratze, auf dem Heuboden übernachten, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und ja, das stimmt, das mache ich auch, weil wir das ja schon oft besprochen haben. Ich sehe keine andere Alternative, als sich dem entgegenzustellen mit allem, was man hat. Denn diese Zukunft, die hier für uns geplant ist, ist nicht erstrebenswert. Und wer das verstanden hat, der hat auch keine Angst. Ja, ich habe gestern mich mit zwei Versammlungsanmeldern fotografieren wollen. Und da fingen die halt auch an. Ich verurteile das gar nicht, aber die fingen halt auch an. Dann bin ich an dem Kanal. Ich bin gar nicht so der öffentliche Typ und ein Foto mit dir und das kommt dann auf deinem Kanal. Ja, ich sage ja, damit vielleicht mal wieder ein paar mehr Menschen kommen, weil du sagtest ja gerade, es sind nicht mehr so viele da, dass man vielleicht mal Werbung machen für eure Stadt. Ja, boah, jetzt gleich ein Foto, bin ich ein bisschen überfordert. Und daran merkst du ja, in was für einer wahnsinnigen Angst die Menschen sind, sich mit einem Schwerverbrecher, einem Terroristen, einem gesuchten Täter wie mir fotografieren. Das ist ja schon wirklich ein Wahnsinn.
Aber daran siehst du, wo wir hingekommen sind. Ich habe jetzt auch erfahren von guten Freunden, dass die total glücklich waren, dass die meine CD persönlich kaufen konnten auf einer Demo. Die haben einfach Angst, dass wenn man meine CD normalkäuflich erwirbt über sein Konto, dass das Konto gesperrt wird. Solche Gedanken sind in den Menschen inzwischen drin. Das ist erklärt, dass mein Online-Shop schlechter läuft, als wenn ich irgendwo physisch anwesend bin. Und das alles macht mir natürlich, setzt mir natürlich auch zu und zeigt aber, wo wir angekommen sind. Und ich kann, wie gesagt, dieses Kompliment und dieses Dankeschön nur zurückgeben an jeden, der hier mitmacht. Und ihr kennt unsere Runde. Wir haben ja auch die Adminrechte untereinander uns gegeben. Das ist die Runde der Friedenskämpfer, der Leute, die eben was verändern wollen, die in eine andere Gesellschaft gehen. Und ja, wir machen sicherlich nicht alles richtig, aber da gilt auch zu sagen, für alle Kritiker, die jeden Furz von mir kritisieren, ob ich da ein falsches Video, ob ich da Leute verhöhne, der Einzige, der keine Fehler macht, ist der, der nichts tut. Und das sind meistens die, die am lautesten schreien. Auch das gilt zu sagen, ne? Ja. Wir haben bestimmt auch Fehler dabei gemacht und die wir jetzt so Das heute ist normal. Das machen. ist normal. Ja. Das ist normal. Wir sind keine Profis, die das gelernt haben und uns da keinen Fehler erlauben dürfen. Natürlich dürfen wir uns Fehler erlauben. Und man muss sogar Fehler machen, um daraus zu lernen. Ja. Und wir stehen wirklich. Und das realisieren und verstehen immer noch nicht so viele Menschen, glaube ich, dass wir vor einem Verbrechen gegen die gesamte Menschheit stehen. Ja, darf ich dir auch mal eine Frage stellen jetzt, wo du als Russe gerade in Russland bist? Oder möchtest du? Einzige, wie gesagt, das Video wird auf YouTube, also dementsprechend konform. Gut, dann müssen wir Gerne. natürlich jetzt ganz, 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 wie sagt man, in der Comicsprache ausdrücken. Ja, leider. Jetzt klingelt schon wieder das Telefon, aber jetzt bist du dran, Roman. Erzähl mir das mal bitte, wie ist denn die Stimmung so am Roten Rathaus und Rote Rathaus ja in Berlin, Roter Platz, am roter Roten Platz. Platz, genau. Wie ist denn die Stimmung gerade so in Russland? Und haben die Menschen dort auch eine Übersterblichkeit? Das kann man ja schon fragen. Also Übersterblichkeit ist tatsächlich in Russland. Und wenn man dieses Thema, was seit einem Jahr sehr, sehr präsent ist, anspricht, es ist so, dass in Russland die Meinungsfreiheit viel, viel mehr eingeschränkt ist und dieses Thema eigentlich tabu ist. Also was jetzt gerade seit einem Jahr geschieht, es wird so gemacht und das erinnert mich tatsächlich sehr stark auch an Deutschland, wo man einfach so tun muss und bloß nicht hinterfragen. Also das ist ein Diktat. Tut mir leid und Ja, das Diktat. da kann ich leider mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, denn ich bin jetzt auch gerade in Russland. Ich verstehe. Ja, Ich und ich möchte auch zurück nach Deutschland kommen. Hallo Björn, ich werde dir gerade weggenommen von meinem Interview. Sonst. Aber die Meinungsfreiheit gilt auch ihr. Sie gilt auch ihr. Warte, es klopft jemand an der Tür. So traurig das auch ist, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, Roman. Humor Ja, ist, wenn man ja. trotzdem lacht. Und das geht nicht anders. Also das ist für mich nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du bist Russe, du bist gerade dort. Ich Ja. höre viele, die auf den Demos auch die andere Seite umgekehrt verherrlichen. Und das halte ich dann auch für deutlich unangebracht. Sondern wir müssen das global sehen und da brauchen wir nicht denken, dass uns da der eine Held befreien wird, so wie der andere nicht. Ob das ein westlicher oder ein östlicher Held ist, sie sind alle in dieser Agenda mit ihrem Platz Ja, eingebracht. Richtig? Kann man das so ja, zusammenfassend ja. sagen? Die letzten 3 Jahre, weil sich ein bisschen damit beschäftigt hat, hat gesehen, dass auch in Russland das alles umgesetzt worden ist, was in Deutschland umgesetzt worden ist. Fertig. Es gibt da keinen Zweifel, keinen Hauch von Zweifel. Und Ja. Übersterblichkeit, ich betone nochmal, die Übersterblichkeit ist in Russland auch. Damit ist die Sache geklärt. Man hört dort auch so oft das Martinshorn und die Rettungseinsätze, ja. Also, ich war ja selber in Moskau vor
jetzt vor 4 Jahren oder mittlerweile sogar, ich denke, vor 5 Jahren. Und es ist, ich habe das so ein bisschen vergessen, wie das ist. Und man muss auch sich vorstellen, Moskau ist ein wirklich mega, mega Metropole. Also hier leben über 20 Millionen Menschen und das ist eine Nummer. Deswegen kann ich jetzt nicht vergleichen. Ich weiß nur aus vertraulichen Quellen, dass es eine Übersterblichkeit gibt. Und damit ist die Sache für mich persönlich geklärt, weil ich denke, wer soll solche Blödsinn verbreiten? Und nochmal, ich betone, alle Sachen, die in den letzten 3 Jahren in Deutschland umgesetzt worden sind, menschenverachtende Sachen, diese alle Sachen vielleicht nicht im selben Ausmaß, aber die wurden auch in Russland umgesetzt. Ja. Ich rede so ein bisschen durch die Blume. Entschuldigung. Wenn du mir erlaubst, weil wir ja oft als Theoretiker bezeichnet werden, in Moskau hat knapp 12 Millionen Einwohner. Das möchte ich nur richtig stellen, gerade weil da kann man sich ja auch mal vertun, ist ja auch gar nicht schlimm, aber das müssen wir unbedingt richtig stellen. Ist trotzdem mehr als doppelt so groß wie beispielsweise Berlin, fast Ja. dreimal groß. Und Ja. das kann man natürlich nicht vergleichen, das ist richtig. Ja, die Sache, also zu Moskau, man muss auch sagen, hier sind sehr, sehr viele illegal, um zu Okay. arbeiten. Und die sind dann natürlich in der Statistik nicht aufgelistet. Das Und das leuchtet ist auf. wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Teil, weil Moskau ist Hauptstadt von Russland. Und natürlich, hier ist Leben. Also ich war jetzt die letzten paar Tage unterwegs. Hier ist wirklich Leben. Die Straßen sind voll, egal ob Innenstadt oder Autostraßen, also es ist wirklich richtig was los hier in Moskau. Und man redet, kann über dieses Thema überhaupt nicht reden, über Zukunftsängste in Bezug nehmend auf diese Sache. Da möchte keiner was damit zu tun haben, oder was? Die Sache ist, also ich habe mich gestern mit jemandem getroffen, der hier aus Moskau kommt. Und Ja. er sagt, man muss richtig aufpassen, was man sagt. Egal welches Thema, weil jetzt ist gerade eine Situation, die sehr, sehr gefährlich ist für beliebige Kritiker, egal was man kritisiert. Die Situation ist so, dass man sehr, sehr stark aufpassen muss. Und es ist in der Vergangenheit schon dazu gekommen, dass Menschen abgeholt worden sind von zu Hause oder wo die gerade sind. Und man soll kein trauen. Auch Freunden, auch Nachbarn. Und. Also da muss man ganz schön aufpassen, wenn man ja, einfach sein Leben nachgehen will. Ne? Also da kommen wir wieder zurück zu der Meinungsfreiheit, die ist hier auf jeden Fall viel, viel mehr eingeschränkt als in Deutschland. Viel, viel mehr. Also da muss man alleine mit dem T-Shirt, wo stehen freie Menschen, wurde mir geraten, am besten auf dem roten Platz nicht durch die Gegend gehen. Das wäre ein bisschen riskant, weil da sind ja auch überall Kameras, sind überall da Polizei. Und es könnte ja jemand überprüfen oder irgendwie auf die Idee kommen, die Sache nachzugehen, um was es da geht. Was kann daran falsch sein, dass Menschen frei sind? AfD, AfD-Bürgerdialog gewesen. Da habe ich auch gesagt, ach, alles Menschen, die für den Frieden einstehen, also Nazis, logisch. Ihr stellt euch ja hin für Leben retten, keine toten Mütter und Kinder, keine gefallenen Soldaten. Ihr müsst Nazis sein. So ein Hohn ist diese Zeit, oder? So mit solch einem Hohn muss man dieser Sache begegnen. Und Jetzt ist leider Internet ein bisschen am Hacken. ist dabei. Jetzt ist leider Internet ein bisschen am Hängen. Ich würde vorschlagen, dass wir beenden unser Gespräch, weil ich glaube, wir können noch stundenlang diskutieren. Aber ich würde dieses Video auch gerne veröffentlichen, damit auch Menschen erfahren, was hier los ist.
Ich danke dir, Björn, für alles und ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich hoffe, bis demnächst. Bis dann, tschüss. Ciao. Hochzeit.